Hi Leute, was ist eigentlich los mit dir? Was ist dir deine Gesundheit eigentlich wert? Heute geht es darum, was dir deine Gesundheit eigentlich wert ist. Uns kommen immer viele, ja, ich möchte ja gesund sein. Möchtest du das wirklich? Beziehungsweise möchtest du auch was dafür tun? Möchtest du dich dafür verändern? Das sind Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, oh, ich will das machen und ja, ich bin ja bereit, alles Mögliche zu machen. Und dann geht es nur darum, ein paar neue Rezepte jede Woche auszuprobieren. Selbst das schaffen die meisten nicht. Was bist du wirklich bereit zu investieren? Oder mal nicht ganz so toll auszusehen. Ich bin nämlich zum Beispiel gerade auch wieder am Fasten. Und es ist eine wunderbare, super Möglichkeit, um den Körper zu reinigen. Aber dann sind es halt mal Phasen, wo du schmaler ausschaust, wo du nicht so gesund ausschaust. Was soll's? Was soll's? Was ist so schlimm daran? Dann schaust du an dem Tag halt mal beschissen aus. Du kannst dir ein Fasten zum Beispiel auf den Urlaub legen, aufs Wochenende. Und warum macht dir das überhaupt so viel aus, was die Leute reden? Wenn es dir gut tut, bist du nicht mal gewillt, dir ein paar doofe Sprüche von jemandem anzuhören. Nach dem Fasten geht es auch wieder drauf, das Gewicht. Ist auch nicht schlimm. Schaust in der Zeit ein bisschen schlechter aus, dann höre ich mir ein paar doofe Sprüche vielleicht von jemandem an, wenn ich dann Videos mache oder wenn irgendwelche Entgiftungsphasen, Reinigungsphasen vom Körper her sind. Ein paar doofe Kommentare oder so. Überall. Social Media sowieso. Und was soll's? Was bist du bereit? Was ist dir deine Gesundheit überhaupt wert? Und zum Beispiel sind die Leute häufig nicht mal bereit, ich auch, mich nicht ausgenommen, ich habe auch gemerkt, manchmal gehe ich in den Supermarkt oder irgendwo hin, hole mir was zu essen und dann möchte ich eigentlich was kaufen, spricht mich an, aber dann ja, kaufe ich es nicht, weil es mir zu teuer ist und man muss sich wirklich mal überlegen. Also auch irgendwelche Bio-Lebensmittel, egal was. Man muss sich wirklich mal überlegen. Ein Deutscher gibt im Schnitt, ich mag jetzt nicht lügen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ungefähr 10% vom Gehalt, gerade mal höchstens, für Nahrungsmittel aus. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann es mir nicht leisten, es ist zu teuer, gesunde Lebensmittel zu kaufen, dann ist es in ja, 80, 90% der Fälle hier im deutschsprachigen Raum einfach nur mal nicht unbedingt gelogen. Aber der Standpunkt ist immer außer Acht gelegt. Das ist mir zu teuer. Warum ist es dir zu teuer? Es ist genau dir jetzt zu teuer dafür, weil es dir anscheinend deine Gesundheit nicht wert ist. Aber im Grunde zahlst du immer später drauf. Es ist dann wird oft nicht gesehen, was wir für Medikamente ausgeben. Wir geben so viel Geld für Medikamente aus, aber Tausende, Hunderte Euro im Jahr für irgendwelche Maschinen oder wenn es dann an die Dialyse geht, für Nierenversagen, was auch immer. Wir geben da Tausende Euros aus, Röntgen und so weiter. Was für tolle Messmethoden es da gibt für irgendwelche Sachen, die wir selber produzieren an chronischen Krankheiten im Körper. Und das sieht keiner. Dieser Wert, den bezahlst du vielleicht nur indirekt mit deiner Krankenversicherung, der auch nie hinkommt. Am Ende zahlst du mit deinem Leben. Und das ist was ganz anderes. Wenn du keine Gesundheit mehr hast, was ist das hier wert? Was ist das hier wert, wenn du das Leben nicht richtig erfahren kannst? Und ich auch, ich gehe in den Laden manchmal und dann ist es mir zu teuer, wie gesagt. Aber die Sache ist halt, was wollen wir wirklich investieren? Und wenn du anfängst, den Körper zu reinigen, wieder in einen besseren Gesundheitszustand kommst, dann kommt es eben auch zu Entgiftungssymptomen.
Und da muss man durchgehen, diese Sachen verarbeiten. Aber was bist du da wirklich bereit, da reinzustecken? Bist du dazu bereit, dann gehst du halt mal aus deinem Umfeld in der Zeit raus. Dann gestaltest du dein Umfeld dementsprechend in der Zeit mal anders. Ist ja kein Problem. Oder du hörst dir mal ein paar doofe Sprüche an, dass du halt gerade nicht so viel auf den Rippen hast oder gerade scheiße ausschaust. Solange du weißt, wofür du es machst, ist das überhaupt kein Ding. Aber da kommen echt Leute zu mir. Neulich hatte ich mal jemanden, der hat mir geschrieben für einen Mitgliederbereich, jetzt den neuen, wo ich aufgehört habe. Und dann war er drin, halt, es ist ihm zu teuer, so, der kostet nicht mal einen Euro, nicht mal einen Euro. Das heißt, wenn du deinen Kaffee mal weglässt, die Leute geben, gibst Geld für Kaffee, für Zigaretten jeden Tag aus, aber Hunderte, Tausende von Euro im Jahr für Zigaretten, Kaffee. Ja, stell dir mal vor, einfach schon eine Schachtel, wo du einfach in die Luft bläst. Aber das Geld ist da gar nicht ausschlaggebend. Viele sehen nur das Geld. Alles hat einen Preis, aber keinen Wert mehr. Dieser Spruch ist so wahr. Und wenn es nicht viel kostet, dann ist plötzlich keine Wertschätzung mehr da. Bei den meisten, auch wenn viele sagen, ja, ich habe dann schon eine Wertschätzung. Ich habe das probiert, Leuten was zu schenken. Die Wertschätzung ist nicht da. Vergiss es. Du musst Geld dafür verlangen. Und dann zum Beispiel sowas wie der Mitgliederbereich. Zu sagen, das ist zu teuer. Da hast du wirklich die Chance, dauerhaft von diesen ganzen chronischen Krankheiten wegzukommen, dauerhaft gesund und glücklich zu werden. Ich betreue dich da, gebe dir jeden Monat ein Gruppencoaching und vieles mehr. Vieles mehr. Und wenn dir dafür einen Euro zu viel ist am Tag, ein Euro am Tag kostet es nicht mal. Alle ein, zwei Tage lässt du mal deinen Kaffee weg und machst dafür was eben, dafür deine Gesundheit. Wenn dir dann sowas zu teuer ist, habe ich gemerkt, hey, die meisten Leute sind überhaupt nicht bereit, irgendwas in ihre Gesundheit zu investieren. Da muss man klar werden, wie wichtig manche Dinge sind, genauso wie eben das Essen. Kauf dir gute Lebensmittel. 80, 90% der Leute, wie gesagt, können sich es definitiv leisten, gute Lebensmittel zu kaufen. Früher hat man mindestens 50% vom Gehalt dafür ausgegeben. Aber was ist dir überhaupt wert eben? So, und wenn du das Geld nicht hast, dann geh doch irgendwo pflücken. Aber das ist dir dann auch die Mühe wieder nicht wert. Aber so läuft es hier eben nun mal nicht. Wenn du Gesundheit möchtest, dann musst du dir dementsprechende Gewohnheiten schaffen, deine alten, ja, negativen Gewohnheiten, die du dir so stabil angeeignet hast, die musst du mal wieder rauswerfen und neue aneignen. Aber dann, wenn du dir wieder neue Gewohnheiten geschaffen hast, die Gesundheit in deinem Körper und Wohlbefinden in deiner Psyche verursachen, wenn du dir diese Gewohnheiten wieder geschaffen hast, dann ist es überhaupt kein Problem, weil es sind Gewohnheiten. Du machst es dann automatisch. Du hast dann die Gewohnheiten, dich gesund zu ernähren. Du hast die Gewohnheiten, Wohlbefinden zu erzeugen. Du hast die Gewohnheiten, dir ein glückliches Leben zu schaffen, ein erfülltes Leben. Und das ist das Schöne. Also schaff dir einfach Schritt für Schritt neue Gewohnheiten. Und was die Lebensmittel zum Beispiel, wenn man mal auf den Aspekt der Ernährung eingehen möchte wieder, dann schau zum Beispiel auf meine Webseite bei den kostenlosen Downloads. Habe ich ein wunderschönes PDF für dich, wo du mit einem Ampelsystem ganz einfach und simpel die Lebensmittel ersetzen kannst, die du jetzt in deinem Kühlschrank daheim hast. Kannst du Schritt für Schritt zu gesünderen Lebensmitteln greifen, da jede Woche oder jeden Monat ein Lebensmittel ersetzen. Jede Woche ein neues Gericht machen, jeden Tag früh sich erstmal hinsetzen, eine Runde Atemübungen machen, eine Meditation jeden Morgen machen, egal was, eigne dir diese Gewohnheiten an. Also wirklich konkret. Ich möchte dir immer was Konkretes in solchen Videos mitgeben, auch, dass du das umsetzen kannst. Und am besten schau kein Video mehr von mir an, wenn du diesen Punkt, den ich dir jetzt gesagt habe, nicht umsetzt. Erstmal geh dahin, dass du dir jeden Morgen eine Morgenroutine aneignest, eine Atemübung machst, ein entspanntes Buch liest, eine Meditation machst, deinen Geist zur Ruhe kommen lässt, ein bisschen reflektierst. Das jeden Tag. Gewöhn dir das jetzt konkret an. Morgen 10 Minuten, stell dir einen Wecker. Du kannst dir 10 Minuten,
einen Wecker stellen, wo du einfach nichts machst. Und wenn er wieder klingelt, so dann kannst du wieder rumrennen und sorgen und alles Mögliche machen. Also Übungen. Also setz es jetzt konkret um. Das ist immer das. Heutzutage wird viel zu viel konsumiert und viel zu wenig umgesetzt. Gewöhn dir einfach mal an, wenn du so ein Video hier schaust. Setz es um. Schau kein nächstes Video mehr, wenn du nicht irgendeine Sache daraus auch umgesetzt hast, aus dem, was du konsumiert hast. Mehr selber wieder handeln. Eigenverantwortung da wieder übernehmen. Das ist der Schlüssel. Wenn du keine Eigenverantwortung übernimmst, dann hast du längerfristig gesehen keine Chance auf Gesundheit. Andere können dir immer nur eine Hilfestellung geben, aber wenn du nicht dazu bereit bist, selber auch was zu machen, dann führt es zu nichts. Und deshalb überleg mal, was möchtest du überhaupt in deine Gesundheit investieren? Was ist dir überhaupt wert? Viele sagen dann, oh ja, ich möchte was machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Dann lass mal deinen Kaffee weg, dann kannst du es dir ganz leicht leisten. Und wie gesagt, ja, eigentlich jeder im deutschsprachigen Raum kann sich das leisten. Das war es aber heute erstmal soweit dazu. Vielleicht hatte ich dich durch ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, die Glocke aktivieren und dann hoffe ich, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen, wenn du was umgesetzt hast. Und dann mach's gut, bis dann. Ciao.